Das war während der friedlichen Revolution im Herbst 89, als ich hier in Aschersleben mit der Kerze in der Hand auf der Straße war und das erste Mal vor vielen Menschen in der Stephanikirche gesprochen habe. Und dann kamen die ersten freien Wahlen und die Pastorin Lettich meinte, es müssen mal Jüngere ran. Das war ich damals und so wurde ich dann auch in die erste freie Volkskammer gewählt. Als Ausschussvorsitzender sehe ich zu, dass wir konstruktive Beratungen und auch Ergebnisse kriegen, dass wir unterschiedliche Standpunkte ein, wo es möglich ist und am Ende etwas rauskommt, was das Land besser und für das Leben in Sachsen-Anhalt auch vorteilhaft ist. Aber das Zweitwichtigste ist für mich, dass ich im Landtag auch etwas erreichen kann, durch Glaubwürdigkeit und Kompetenz für meinen Wahlkreis mit Arnstein, Aschersleben, Falkenstein und Seeland. Das ist das eigentlich Wertvolle für mich. Für mich als Abgeordneter war immer wichtig, dass ich konkret auch was erreichen kann. Und heute haben wir beispielsweise gesehen, wie Wahlkreisarbeit aussieht. Ein Gespräch mit dem Bürgermeister Witsches aus Falkenstein. Da geht es ganz konkret um die älteste Stadtkirche Sachsen-Anhalts, die weiter saniert werden muss, damit man sie nicht nur für kirchliche Zwecke, sondern auch für kulturelle Zwecke dann nutzen kann. Gleich gegenüber ist ein neuer Infopoint für die Radwegeinfrastruktur, da setze ich mich für ein, aber der funktioniert nicht, was das Display betrifft. Da muss noch einiges investiert werden, dass es auch funktioniert. Die Radwege sollen ausgebaut werden, die Stadt Aschersleben soll beispielsweise fahrradfreundlicher werden und die Ortschaften alle drumherum, die müssen über ein Radwegenetz verbunden werden. Das sind konkret Themen, die bespreche ich mit den Bürgermeistern oder mit Initiativen und da engagiere ich mich. Und wenn man weiterfährt, sieht man nicht nur mit dem Falkenstein, der Konradsburg, beispielsweise Degnershausen, diesen wunderschönen Landschaftspark, auch in der Turmwindmühle. In Endorf kann man sehen, wie schön diese Landschaft ist und wird gezeigt, wie man früher und wie man heute lebt und arbeitet. Wir haben hier in der Gegend ganz viele Verkehrswege, Infrastrukturinvestitionen nötig. Zur Wahlkreisarbeit gehört es eben auch, Behördenleiter oder Minister mal in den Wahlkreis zu holen und um Unterstützung zu bitten. Heute werden wir bei der Landstraße, das ist eine Landesstraße zwischen Welpsleben und Quenstedt, eine Ortsbesichtigung machen. Und ich hoffe dann, dass der Sanierungsbedarf anerkannt und die Straße erneuert wird. In der kommenden Wahlperiode geht es mir in erster Linie darum, dass man die Wirtschaft wieder ins Laufen kriegt und unterstützt. Das ist eine harte Zeit für Händler und Gewerbetreibende. Wir brauchen Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze hier bei uns. Und was ganz wichtig ist, das Leben in einer Stadt, in den Gemeinden, hängt von Sport, von Kulturvereinen, von Feuerwehren und vielen ab, die sich da engagieren. Und die möchte ich weiter unterstützen. Ich finde, ich habe den schönsten Wahlkreis in Deutschland. Das ist nicht ganz einfach, 4 Städte in 3 Landkreisen in einem Wahlkreis zu haben. Aber es ist landschaftlich schön. Wir haben Wissenschaft, wir haben wirtschaftlich Bedeutsames, wir haben kulturell Bedeutsames hier. Und dafür sich einsetzen zu können, etwas erreichen zu können, das ist eine ganz tolle Geschichte. Und deswegen bitte ich um das Vertrauen der Menschen, um weiter die nächsten 5 Jahre hier möglichst viele Investitionen in unsere Heimat zu holen.